Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 10. August 2023. Wenn ihr euch von etwas wünscht, mehr davon in eurem Leben zu haben, dann beginnt zu erkunden, ob euer Fokus, eure Gedanken und eure Handlungen auf seine Einbeziehung in euer Leben ausgerichtet sind. Was sind eure Überzeugungen darüber, dass es schwer zu bekommen oder unmöglich zu finden ist, dass es anderen zugänglich ist, aber nicht euch? Wenn ihr beginnt, nach dem Vorhandensein dieser Dinge in eurem Leben Ausschau zu halten, ganz gleich wie klein sie sind, dann erlebt ihr sie nicht mehr als etwas, das außerhalb von euch liegt und schwer zu erreichen ist, sondern als etwas, das ihr bereits habt. Indem ihr dies anerkennt und dafür dankbar seid, werdet ihr eure Erfahrung dessen damit vergrößern, weil ihr es jetzt als für euch bereits existierend beansprucht. Das ist die ermächtigte Veränderung des Fokus, fort vom Ausschließen hin zum Einbeziehen. Und das ist es, wie alle großen Dinge erschaffen werden. Es ist jetzt an der Zeit, die unglaubliche Macht kleiner Bewusstseinsveränderungen und die damit verbundenen Veränderungen des Potenzials zu verstehen, die sie erschaffen. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, wunderbar, es geht ums Manifestieren, aber über den Fokus, nicht so sehr ums Visualisieren und ums angestrengte Manifestieren, wobei man sich dann ganz häufig auf den Mangel konzentriert. Warum will man Geld? Weil man zu wenig Geld hat. Und da ist ja schon der Mangel, ja? Das ist sehr fest verankert. Diese Glaubenssätze darf man gar nicht unterschätzen. Zum Beispiel, um heute mal nicht über Geld zu sprechen, sondern mal über romantische Liebe zu sprechen. Wenn man das in seinem Leben nicht hat, dann wirkt das sehr dual. Das heißt, man hat sie oder man hat sie nicht. Entweder man darf jemanden küssen, ja, auch ausgiebig küssen, oder nicht. Und dazwischen scheint es ja nichts zu geben. Jetzt könnte man den Fokus zum Beispiel auf glückliche Paare legen. Und die müsst ihr gar nicht unbedingt gut kennen. Da könnt ihr euch einfach in den Park setzen und euch freuen, dass jemand anderes jemanden hat. Dass zwei miteinander glücklich sind. Ja, zumindest für diesen Moment. Und da ihr habt es gemerkt, ja? Da kommen meine falschen Glaubenssätze ins Spiel. Ja, in der alten Welt, da glaube ich nicht, dass man da nur glücklich sein kann miteinander. Ja, aber das ist ein anderes Thema, das ist mein Problem, ja. Aber diese Momente, die kann man sich einfach mal gönnen, könnte man sagen, ja. Sich einfach auch an dem Glück der anderen erfreuen. Und jetzt wird's tricky, ohne den Gedanken zu haben, oh, das hätte ich auch gerne. Weil dieser Gedanke kommt aus dem Mangel. Aus dem Wissen, dass es gerade nicht so ist, wie man es gerne hätte. Aber ihr merkt schon, das ist ein Unterschied. Und jetzt spreche ich doch wieder über Geld. Ein bisschen Geld hat ja jeder. Auf das kann man sich konzentrieren und für das Geld kann man auch dankbar sein. Aber für eine nicht vorhandene Beziehung kann man ja nicht dankbar sein. Das ist schwierig. Und deswegen sollte man das Ganze etwas größer sehen. Es gibt eben Menschen, die in glücklichen Beziehungen leben, wenn man nicht unbedingt auf den Wolfgang hört, dann weiß man das. Und auch dafür kann man dankbar sein. Wir sind nicht so getrennt, dass wir uns da nicht mitfreuen könnten und dadurch unseren Fokus auf eine glückliche, romantische Beziehung legen. Und das wollen wir ja in unserem Leben mehr, ja, mehr als null sozusagen. Und das wäre mein Ansatz,
dass man den Neid und die Missgunst und das eigene, warum ich nicht und so, dass man das ablegt und sich ehrlich freut für andere, für das, was sie haben. Man kann das auch ganz gut testen, wenn man sich mal eine romantische Filmkomödie anschaut. Da gibt es einige, die man sich ganz gut anschauen kann. Ein Tipp, für mich einer wirklich der besten Filme in diesem Genre, für immer Adeline. Ich liebe den Film einfach. Ja, ich muss nur dran denken. Ihr merkt's ja. Ja, vor allem ist das nicht so eine eintönige, simple Spaßkomödie, sondern das hat auch Tiefgang, weil der Film sich mit dem eigenen Tod beschäftigt, mit Schicksal und in gewisser Weise mit Unsterblichkeit. Und mehr verrate ich nicht, sonst spoilere ich hier. Aber das ist zum Beispiel ein Film, der läuft unter Drama, Fantasy, Liebesfilm. Ja, ich find's gut. Ja, und der Selbsttest bei diesen romantischen Komödien ist ja eigentlich immer der, ist man neidisch oder freut man sich? Ist man gerührt, weil Menschen endlich zueinander finden, und freut man sich dann wirklich für die? Und berührt er das eigene Herz? Oder vielleicht findet man auch die Romantik zu übertrieben und mag solche Filme nicht. Und ich kann das auf einer gewissen Ebene schon verstehen. Man kann es auch übertreiben. Die Filme sind ja auch hochmanipulativ. Man sollte diese Filme schon mit einem gewissen Bewusstsein betrachten, weil einem ja diese romantische Liebe als etwas verkauft wird, was sie gar nicht ist. Nämlich, dass man ohne den anderen Menschen nicht vollständig wäre. Vollkommener Quatsch, das ist es nicht. Wenn man im Außen nach romantischer Liebe sucht, weil man sich unvollkommen fühlt und der andere soll einen vervollständigen, dann wird das nichts. Das ist zum Scheitern verurteilt und deswegen scheitern auch so viele Beziehungen oder laufen zumindest nicht besonders gut, weil man sich was vorgemacht hat und mit falschen Vorstellungen in die Sache reingerannt ist. Weil es halt jeder macht, ne? So ein bisschen nach dem Motto. Ich habe auch Bekannte und Freunde, die in Amerika leben, und einige davon haben mir ja schon oft erzählt, dass dieses Heiraten müssen für Frauen dort ein echter Druck ist. Also wie aus den amerikanischen Filmen, wenn man dann hört, oh, die ältere Tochter ist noch nicht verheiratet. Ha? Nicht ganz so schlimm wie in den indischen Familien, was als Klischee natürlich so ein bisschen ja, in Filmen vorkommt, aber es hat einen sehr wahren Kern. Das gehört einfach zur Tradition dazu und dann fast schon egal, wen man heiratet. Aber ja, ich schweife ein bisschen ab. Es geht darum, wie schaut die Gefühlswelt aus, wenn man sich solche Filme anschaut. Und zum Beispiel mein Vater hält es gar nicht aus. Der hasst jegliche Romantik in Filmen und findet es albern und ätzend. Und das sagt einiges darüber aus, wie gut er Nähe zulassen kann. Oder mal ein anderer Ansatz. Wenn man schon in einer Beziehung ist, dann sollte man sich nicht zu viele romantische Bücher reinpfeifen und Filme und so weiter und so fort, weil man dann immer das Gefühl hat, dass die eigene Beziehung da niemals hinkommen kann. Und ich stand mit meiner Frau im Rewe und sie sagte, warum schaust du mich nie an wie der oder jener aus einem Buch? Und das war sogar noch das Buch Shades of Grey. Ja, und der Typ hieß Christian. Ja, ich habe es jetzt tatsächlich gegoogelt. Ja, was ist passiert? Sie hat gemerkt, unsere Beziehung ist nicht so spannend wie die aus dem Roman. Oh Wunder. Ja, und der Film hat 4,2 von 10 Punkte auf IMDb und das ist schon wirklich schlecht. Weil der Film mit der Fantasie aus dem Buch auch nicht mithalten kann. Keine Chance. Aber darum geht es ja nicht, sondern im besten Falle, und den Film kann ich euch jetzt wirklich nicht empfehlen, im besten Falle sind wir bei romantischen Filmen gerührt und freuen uns für die Hauptdarsteller und vielleicht sogar noch für die vielen Nebendarsteller, die auch noch alle unter den Deckel kommen. Und natürlich würde ich absolut empfehlen, auch darum zu bitten und auch darum zu beten, indem ihr der geistigen Welt erlaubt, euch die beste Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen beim Thema romantische Liebe in eurem Leben. Das mache ich übrigens auch und dennoch schränke ich
alles, was ich mir wünsche, auch ein, indem ich sage, wenn es zu meinem höchsten Wohl und zum höchsten Wohle aller ist, und indem ich auch sage, gemäß dem Willen Gottes. Und weil es um Einbeziehung geht, wünsche ich mir alles, was ich mir wünsche, auch für die anderen Menschen, sage aber dementsprechend allen Wesen auf der Welt. Und deswegen muss nicht jeder so gut Gitarre spielen lernen, wie ich das gerne können möchte, und kann ja damit auch gar nichts anfangen, sondern seinem Lebensweg, seinen Vorlieben und Wünschen entsprechend, darf das sich dann auch für ihn erfüllen. Und ich habe es schon öfter erwähnt, aber ich mag es so sehr. Das war ein Saint-Germain-Channeling zu einer Jahreswende und er wurde eben gefragt, wie die geistige Welt hilft, wenn zwei Menschen zueinander finden sollen. Und er sagt, wir versetzen Berge, damit dies geschehen kann. Und deswegen braucht man sich auch keinen Kopf machen und sich angestrengt auf die Suche begeben, sondern darf einfach sein Leben mit dem Fokus auf romantische Liebe leben und muss sich nicht zu viele Gedanken machen um das Wie und Warum und überhaupt. Und genau das ist mein Status. Ich bin nicht auf der Suche. Ich bin absolut im Einklang, in der Mitte mit meinen eigenen göttlich-männlichen und göttlich-weiblichen Energien und brauche niemanden, der mich vervollständigt. Und dennoch gehört es in gewisser Weise zu einem erfüllten Leben dazu. Gerne auch nach dem Aufstieg. Habe ich überhaupt kein Problem. Ja? Mir läuft die Zeit nicht davon. Oder was auch funktioniert, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, in dem man vielleicht arbeiten möchte, dann liest man darüber Bücher. Dann beschäftigt man sich mit auch Menschen, die erfolgreich auf diesem Gebiet schon tätig waren. Und vermutlich gibt es da sehr viele Memoiren und Lebensgeschichten, in die man eintauchen kann. Und dann beschäftigt man sich automatisch mehr mit dem Thema, als wenn man nur davon träumt. Und das nur in Anführungsstrichen, weil wenn man wirklich, wahrhaftig davon träumen würde, dann würde man es sich sowieso manifestieren, weil die Kraft der Visualisation ist unglaublich stark. Da tun sich manche einfach nur schwer. Das hat auch mit der angeknacksten Zirbeldrüse zu tun, weil wir über unsere Nahrung da einigermaßen klein gehalten worden sind. Und das ist aber ein anderes Thema. Es ist aber auch wichtig. Also man kann sich schon helfen und sich seinen Träumen näher bringen, obwohl sie noch überhaupt nicht im eigenen Leben vorhanden sind. Weil es Sachen gibt, die man sich wünscht, die hat man noch nicht. Zum Beispiel, wenn man sich ein Auto wünscht mit 18 und das Geld nicht hat, dann hat man erstmal kein Auto. Man kann sich nicht freuen über das bisschen Auto, das man schon hat. Es ist keins da. Ja? Schluss aus, fertig. Und aber auch da kann man sich über das Auto der anderen freuen. Da kann man sich überhaupt grundsätzlich für Autos interessieren, welches man gern hätte. Und schon taucht man tiefer ein in seinen Wunsch, in seinen Traum. Und das ist ein sehr konkretes Beispiel. Aber manchmal braucht man ganz konkrete Dinge, um etwas umzusetzen, was man vorhat. Also vor dem Fokus kommt bei mir gerade rein, kommt die Wahrnehmung, dass man erstmal sich der Dinge gewahr wird. Um zum Beispiel zurückzukehren, wir sitzen im Park, wünschen uns romantische Liebe und sehen ein Liebespaar durch den Park schlendern. Erstmal nehmen wir es wahr. Der Fokus ist dann aber eine Scharfstellung des Ganzen und dann sieht man, wie liebevoll sie sich an der Hand halten. Dann erkennt man, dass die beiden wirklich glücklich miteinander sind und jetzt nicht streitend durch den Park rennen. Und ihre gemeinsame Zeit genießen. Und dann fängt es an, der Fokus zu werden. Dann beginnt man wirklich die Linse scharf zu stellen auf das, was man auch haben will. Ohne allerdings neidisch zu sein. Also Fokus ist noch nicht, wenn man durch den Park geht und die Liebespaare zählt. Das ist maximal Wahrnehmung. Da sind keine Details. Der Fokus liefert immer wunderbare Details. Und auf die darf man sich konzentrieren und die machen Spaß und bringen Freude. Und der letzte Satz, da heißt es ja, es ist jetzt an der Zeit, die unglaubliche Macht kleiner Bewusstseinsveränderungen
und die damit verbundenen Veränderungen des Potenzials zu verstehen, die sie erschaffen. Und Leute, ich krieg nichts mit. Ja, ich weiß, dass ich mich verändere. Ich weiß, dass ich wachse. Jeden Tag vielleicht ein kleines bisschen. Vielleicht auch nicht mal jeden Tag. Aber es tut sich etwas. Und insgesamt kriege ich es aber nicht mit. Und im Gegenteil, manchmal haut es einen wieder um, weil man mit Wachstumsphänomenen zu tun hat. Und über die soll man dann auch noch froh sein. Ja, bin ich auch, ehrlich gesagt. Und dann weiß ich, da geht was voran. Vor allem, wenn ich merke, dass es kein deutliches Thema ist, das ich noch gar nicht beachtet habe. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Darüber habe ich aber auch schon einen Podcast gemacht. Und da gab es auch ein dementsprechendes Erzengel-Gabriel-Channeling. Aber ich halte es momentan für illusorisch, dass ich diese kleinen Bewusstseinsveränderungen an mir mitbekomme. Kann ich mir nicht vorstellen. Tut mir leid. Irgendwas mache ich vielleicht falsch. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Denn das war vorher noch so ein Gedanke, an dem ich euch gerne teilhaben lassen möchte, dass ich bewusst noch nie irgendwie etwas erschaffen habe. Also ich habe vorher eine kurze Pause gemacht im Podcast. Findet heraus, wo es war. Und dann kam der Gedanke, dass die ganz wichtigen Dinge in meinem Leben einfach wie von alleine gingen und ich nichts geplant habe. Also nie mir Gedanken gemacht habe, wie könnte ich was machen, um dann das oder jenes zu erreichen, sondern das kam alles so auf mich zugesaust und ich bin dann aufgesprungen und habe mitgemacht. Und insofern ist das bewusste Manifestieren gar nicht so meins. Ja, ich habe schon wunderbare Dinge mir manifestiert, aber ich kann nicht sagen, dass ich da harte Manifestationsarbeit reingesteckt habe, wenn ihr wisst, was ich meine. Die Dinge, die ich versuche, mir so spielerisch über Gebete und über Wünsche zu manifestieren, die sind eigentlich noch gar nicht zu mir gekommen. Da ist noch gar nicht viel passiert. Was halt dann funktioniert ist, dass es nicht regnet. Wenn ich auf meinem Spaziergang bin und merke, boah, das Wetter schaut schon ein bisschen gruselig aus, dann wünsche ich mir, dass ich trocken daheim ankomme und es klappt auch immer mehr oder weniger gut. Also insgesamt bin ich im Glauben und Vertrauen, dass die Dinge sich zum Guten wenden für mich und alle Menschen auf der Welt. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Haut rein, bis dann, ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.